Es ist wieder Reisezeit. Herzlich willkommen zu meinem kleinen Urlaubsmagazin auf Welt der Wunder TV. Schön, dass Sie mit mir ein wenig unterwegs sein wollen. Und dabei geht es heute gar nicht so weit weg. In dieser Sendung sparen wir uns einfach mal die große Themenvorschau. Es gibt nämlich nur einen Ort, an den wir reisen. Kurz vor der Grenze zu Dänemark nehmen wir in Dagebøl die Fähre und es geht nach Amrum. Es ist eine Insel, wo ich schon so viele Jahre mal hin wollte. Ich hatte nämlich früher mal häufiger die Familie eines Freundes auf Föhr besucht. Das liegt auf der Strecke. Und auf der Fähre im Restaurant beim zwingenden Heringstopf sah ich immer Prospekte vom tollen Strand auf Amrum. Irgendwie kam es nie dazu, doch noch mal eine Station weiterzufahren. Föhr ist ja auch schön. Da wird man ein bisschen träge. Aber jetzt hat es geklappt und kleiner Teaser-Alarm, ich war hingerissen. Richtung Norden und dann immer geradeaus, hin zu einem der schönsten Strände der Welt, zum Kniepsand. Diese Reise hat mich zu einem Inseltraum geführt, nach Amrum, auf ein nordfriesisches Eiland direkt neben Sylt und Föhr. Wir sind im Nationalpark Wattenmeer, aber vor allem die dünne Landschaft hin zur Nordsee löst fast schon euphorische Glücksgefühle aus mit ihrer gefühlt unendlichen Weite. Ach, Sie kennen doch wahrscheinlich immer noch die Werbung. Biersorte, Namen sage ich jetzt nicht. Der Mann, der sich so einfach fallen lässt hinten in die Dünen und diese Freiheit spürt des Nordens. Und ein bisschen so fühle ich mich auch hier an dieser Nordspitze von Amrum, direkt am Vogelschutzgebiet. Es ist genau das, was man von Wattenmeer sich erträumt. Man hat die Dünen, man hat das Meer, man hat die Weite der Landschaft. Aber diese Insel hier, Amrum, die bietet noch viel mehr. Und ich glaube, ich habe mich nach 2 Tagen schon ein bisschen verliebt. Das ist schon merkwürdig für jemanden, der normalerweise die Berge mag, dass er sich doch so schnell hier so wohl fühlt. Amrum, das ist natürlich kein Geheimtipp. Die langgezogene Insel ist schon seit Ende des 19. Jahrhunderts für viele erholungssuchende Deutsche ein bevorzugtes Ziel. Es ist diese wunderbare Melange zwischen schier endlosem Strand, einem Vogelparadies, einer fast unberührten, ausgedehnten Dünenlandschaft und einer Naturweite, die zum Durchatmen einlädt und dabei fast atemlos macht. Hingetupft auf die Insel sind eigentlich nur 3 Orte. Der mittlere Nebel grüßt schon von Weitem mit seiner Windmühle. Und wenn Ihnen das jetzt sehr holländisch vorkommt, richtig. Bereits um 1670 drehten sich ihre Flügel in den Niederlanden, bevor sie, damals schon ein altes Schätzchen, 1770 auseinandergenommen, per Schiff nach Amrum kam. Aber wenn heute Volker Langfeld vom Verein zur Erhaltung der Amrumer Windmühle die Ketten löst und die Flügel wieder etwas in Bewegung geraten, dann dient das nur der reinen Freude darüber, dass die älteste Mühle Schleswig-Holsteins nach viel liebevoller Zuwendung immer noch ihre mittelalterlichen Kiefernholz-Zahnräder und Gestänge ineinander schnurren lässt. Obwohl im Prinzip ist alles so perfekt restauriert und in Schuss gehalten, dass es durchaus möglich wäre, wieder heimisches Getreide zu mahlen. Klar wäre das preislich nicht konkurrenzfähig für den Supermarkt, aber wer würde nicht gerne in einem der Inselcafés einen Kuchen genießen, wo alle Zutaten von der Insel kämen? Tourismus könnte den Dornröschenschlaf beenden und Wind ist auf Amrum wahrlich keine Mangelware. Nebel im Windschatten der Mühle ist vielleicht der hübscheste Ort auf der Insel. Ein bisschen Büllerbü, schöne redgedeckte Häuser und die Erkenntnis an jeder Ecke, dass das Leben hier ein langer, ruhiger Fluss ist. Natürlich ist es nicht ein verwunschenes Dorf, nur für Einheimische. Viele der alten Kapitänshäuser sind veredelt als Ferienapartments oder Drittwohnsitze. Aber Nebel hat noch etwas Kuscheliges. Klar ist die geschäftliche Infrastruktur eher auf das lymbische Kauflustempfinden von Inselgästen ausgelegt. Bloß soll man darüber klagen in Ferienlaune, dass man hier eine heile Welt in tiefen Zügen einatmen kann? Oder sie sich auf der Zunge zergehen lässt? Ich habe Henning Clausen in seiner Backstube in Nebel besucht.
Er ist hier der Inselbäcker und was er da gerade so kalorienträchtig zusammenklöppelt, ist die Signaturtorte der Insel, mittlerweile eigentlich aus ganz Friesland, bestehend aus viel Blätterteig, Pflaumenmus und Unmengen von Schlagsahne. Ein Entzücken für Kaffeetanten, ein süßes, blättriges, krümelndes Glück aus dem Backofen. Ach, was kann Schöneres geben? Sonnenschein im Strandkorb und mit dem Konditor, der diese wunderbare Torte gemacht hat. Und da sehe ich schon, es bleibt nicht bei der Torte. Wir kriegen natürlich auch was ganz Inseltypisches zu trinken. Und was ist das? Wir haben hier einmal einen Pharisäer oder eine tote Tante. Tote Tante, müffelt die oder was? Nee. Da will ich Ihnen aber nichts zu erzählen. Zum Pharisäer kann ich Ihnen erzählen, das Getränk wurde auf Nordstrand erfunden. Zu Zeiten, als es keinen Alkohol zu trinken gab, haben die Leute einen Kaffee genommen, Rum reingemacht, Sahne obendrauf und niemand hat den Rum gemerkt. Sahne haben wir ja heute genug, also warum nicht auch noch auf ein Getränk? Also ich glaube, dann nehme ich lieber den Pharisäer, weil wenn ich nicht weiß, was die tote Tante ist, dann lasse ich ihn lieber das trinken. Die tote Tante ist etwas für süß. Na, passt. Süße Menschen. Passt. Also Süßheit haben wir ja heute en masse hier. Genau. Guten Appetit. Gestärkt für ein bisschen Inselkultur. Um die Ecke finde ich das Ömranghüs, also das Amrumer Haus, eine der ältesten Kapitänsvillen der Insel. Schöner Wohnen ab dem 17. Jahrhundert. Aber das propere Anwesen, heute Heimatmuseum, symbolisiert natürlich nur die eine Seite der Amrumer Historie. Hier im nordfriesischen Meer gab es nicht nur die reichen Handelskapitäne, im Gegenteil. Die Familienschicksale auf der Insel waren überwiegend dramatisch. Für viele ging es nur ums tägliche Überleben. Mein Großvater Jan Simon Jannen, er wurde mit 16 Jahren, nachdem er die Schule beendet hatte, nach Amerika geschickt und musste Geld verdienen, denn sein Vater war auf See geblieben und die Mutter hatte noch zwei Töchter und die mussten ernährt werden. Ich kann mir vorstellen, wenn man 16 war damals, das kann man nicht mit heute vergleichen und auch die Überfahrt nach Amerika war sicher keine Kreuzfahrt. Das war sie wirklich nicht, denn mein Großvater hat mir erzählt, jeden Morgen kriegten sie einen Schluck Wasser, kriegten ein Stück Brot und durften eine große Heringstonne langen und kriegten einen Hering dazu. Die bewegte und bewegende Geschichte der kleinen nordfriesischen Insel wird rund um die Nebler Kirche deutlich. Nicht wegen der Frömmigkeit, sondern anhand der historischen Momentaufnahmen, vor allem auf den Grabsteinen rund um das Gotteshaus. Ach ja, erinnern Sie sich noch an die tote Tante? Bei ihr geht es ja auch um verstorbenen Asche. Die Familie wollte Geld sparen und schickte die Reste der Tante lieber in einer Kakaokiste statt einer offiziellen Urne aus Amerika heim. Den Rest mit Sahne können Sie sich denken. Comedy pur, aber es gibt auch große Dramen unter der Erde, Hollywood-taugliche. Ja, das ist der Stein des Haag Olofs, sicherlich der bekannteste Amrumer. Haag Olofs geriet 1724 als 16-jähriger Knabe in Gefangenschaft. Da wurde er von Piraten des Osmanischen Großreiches gefangen genommen, gekapert auf dem Schiff seines Vaters. Und dann wurde er nach Nordafrika, Algier, verschleppt und dort auf dem Sklavenmarkt verkauft. Wenig später geriet er dann in die Hände des Bey von Konstantine. Und dort in der Gefangenschaft konnte er sich aber hocharbeiten. Vom einfachen Kaffeeschenker dann zum Schatzmeister, Finanzminister des Bey von Konstantine wurde er, weil er einfach ein ganz schlauer Kopf war. Und dann, weil er auch ein guter Krieger war, wurde er auch noch General des Beys. Er hat große Schlachten bestritten. Führer einer ganzen Kavallerie war er. Große Schlachten bei Tunis, diese siegreich beendet. Und wurde deswegen, nach allerdings fast 12 Jahren, geehrt und reich belohnt aus der Gefangenschaft entlassen und kehrte nach Amrum, nach Hause zurück. Alles, was man braucht, um einen guten Film zu machen. Stellen Sie sich vor, die Ängste des jungen Knaben, Mutterseelen allein, fremdes Land, fremde Sprache. Er hat kein Wort verstanden, musste also die Sprachen lernen, Arabisch, Französisch, hat er alles gelernt. Und dann die Wiederkehr, die Rückkehr hier nach Amrum. Und hier steht jetzt,
Hier steht jetzt sein Urenkel. Das bin ich. Muss man schon mal ein bisschen aufpassen, ne? Denn ich habe auch ohne Ordre massakriert. Na, zum Glück massakriert der gute Kai nur Eier in seinem Atelier. Der Insel-Tausendsassa mit großem Stammbaum ist nämlich auch ein Künstler, der sich vom wunderbaren Licht auf Amrum inspirieren lässt. In seiner Malstube in Norddorf gibt es einen Rausch der Farben und viele dieser ausdrucksstarken Momentaufnahmen sind jetzt wehmütige Erinnerungen an Wohnzimmerwänden im ganzen Land. Auch Norddorf ist ein Kleinod. Als ich auf Amrum drehte, gab es gerade die frühsommerliche Blütenpracht. Fast jeder Garten auf der Insel ist mit viel Liebe angelegt. Wenn man hier lebt, sehnt man sich den Frühling herbei, denn das Wetter im Wattenmeer kann durchaus auch etwas robuster sein. Mit durchpustendem Wind vom Meer, Reizklima, heißt es dann etwas beschönigend. Aber auch durchaus erfolgreich, denn speziell wegen dieser meteorologischen Lage geriet Amrum nicht nur auf die touristische, sondern auch auf die medizinische Landkarte. Bis heute, vor allem Generationen von zivilisationsgeschädigten Kindern, sollten hier und sollen hier im rauen Norden Linderung finden. Die Dünen und der Strand in, um und nördlich von Norddorf waren seit jeher Klinikorte, wo man nicht nur aus reiner Lust hinreiste. Traditionell waren die friesischen Inseln ja immer auch so etwas wie Gesundheitsinseln. Das raue Klima, das Reizklima, die Kinderlandverschickung gerade so aus dem Ruhrgebiet. Die Kinder sollten mal richtig frische Luft atmen und wieder gesund werden. Und das ist bis heute auch so geblieben. Also gerade hier auf Amrum, eigentlich an bester Lage, gibt es auch immer noch viele Kliniken für Kinder und auch für Mütter. Und die Tradition, die ist schon seit Anfang des vorigen Jahrhunderts. Und ich habe mal so ein paar einzelne Szenen gefunden, wie das denn hier so zuging in den 20er Jahren. Und das war ganz schön wild, obwohl es ja eigentlich nicht wild sein sollte. Jeder Naturschützer heute bekommt Schnappatmung bei diesen Szenen aus den frühen 20er Jahren. Die empfindlichen Dünen als großer Sandkastenspielplatz und das Ganze im Zeichen und unter Organisation christlicher Barmherzigkeit. Der Norden Amrums war das Epizentrum der Bodelschwingschen Seehospize. Norddorf bestand damals gerade mal aus 40 Häusern. Das hier erschien also aus kirchlicher Sicht als idealer Ort für erholungsbedürftige Kinder fern drohender Gefahren eines modernen Badelebens. Dazu muss man wissen, dass sich vor allem im Süden Amrums Ende des 19. Jahrhunderts ein aus heutiger Sicht harmloser Badeurlaub entwickelte, aber bei frömmelnden Sittenwächtern auf Amrum war jede Tanzveranstaltung schon der Gipfel der Sünde. Also protegierte man Pastor Friedrich von Bodelschwing mit seinem puristischen Ansatz. Der Besuch des Gottesdienstes war da schon das Höchstmaß an Entertainment oder die Kindermesse in den Dünen. Tempi passati. Heute darf man zum Glück sündigen auf Amrum und Spaß dabei haben. Ja, Ferientage auf Amrum. Ich sollte in der Jugend ja auch mal hin, wegen meines Heuschnupfens damals und der so guten Luft an der See. Schade, dass es jetzt erst dazu gekommen ist. Was zeige ich Ihnen denn gleich nach der kleinen Pause? Zwei Dinge faszinieren auf Amrum ganz besonders. Einmal die Seite mit dem Strand und den Dünen. Das ist neben dem Müßiggang im Sand vor allem auch das Revier der Kiter und Surfer. Der Wind, wenn er denn da ist, macht Amrum zu einem tollen Hotspot. Und die Seite mit der Marsch und dem Wattenmeer. Kein Inselbesuch ohne Wanderung im Schlick. Eine Safari sozusagen zwischen kleinen Tieren und großem Abenteuer. Und wenn die Sonne untergeht, gibt es die guten Momente für die Seele. Alles, was mit Küste zu tun hat, läuft natürlich im Sommer wie geschnitten Brot im Deutschlandtourismus, genau wie die Berge. Aber es gibt da ein paar demografische Besonderheiten bei denen, die im eigenen Land Urlaub machen. Zum Beispiel die Familien mit kleinen Kindern. Die finden den Strand bei uns im Norden natürlich toll. Einfach mit dem Wagen hinfahren, die große Sandkiste
Und auch Menschen im gesetzten Alter mögen die Unaufgeregtheit, die Ruhe, die frische Luft, die Möglichkeit der langen Spaziergänge am Strand oder des Radelns. Aber dazwischen, so grob von 18 bis 45, die ja angeblich werberelevante Zielgruppe, die macht lieber Urlaub, vor allem rund ums Mittelmeer, ist ja cooler und vielleicht manchmal sogar preiswerter. Zumindest den Coolness-Faktor, den habe ich auch in Amrum gefunden. Ich musste mich belehren lassen, dies ist kein Leuchtturm, sondern ein Quermankenfeuer. Für die Seefahrt wichtig, für mich einfach nur schön. Vor allem seine Lage. Wenn es heißt, jedem Tierchen sein Pläsierchen auf Amrum, dann bedeutet das, Platz ist hier auf dieser nordfriesischen Insel mehr als genug, um sich ausleben zu können, egal wonach einem der Sinn steht. Für viele Gäste ist das natürlich der Strand. Hier der kilometerlange und breite Kniepsand haut einen einfach nur um. Vor allem, weil es ja auch eigentlich nur drei Stellen gibt, wo man mal Nachbarn hat, in der gefühlten Sandunendlichkeit. Dies ist der Strand von Nebel. Klar, in den Sommerferien wird es etwas voller, aber Teutonengrill, davon ist man hier immer weit entfernt. Ah, guck mal, diesen Sand. Puder, puder, weich und weiß. Also nicht nur an der Ostsee gibt es diesen tollen, tollen weißen Sand, auch auf den friesischen Inseln. Und ein Dr. Beach aus Amerika, der kürt ja jedes Jahr die besten Strände der Welt. Ich glaube, der muss unbedingt mal nach Amrum kommen. Dann haben viele andere Strände kaum noch Chancen. Ich habe mich mit Julia verabredet. Sie hat alle möglichen Yoga-Zertifizierungen und findet diese Insel hier sei der absolute Kraftort, um wieder zu sich selbst zu finden. Die Dünen als Katalysator für die Spiritualität. Nun ist das nicht so mein Ding mit dem auf einem Bein stehen und dem Sonnengruß, aber alleine beim Blick durch den Filmsucher habe ich das Gefühl, es fließt ein bisschen von der Wohligkeit des Streckens und Dehnens im warmen, weichen Backpulversand zu mir rüber. Ach ja, wenn ich nur etwas gelenkiger wäre. Dabei ist diese Weite doch nicht so frei, wie man denkt. Selbst wenn es viele Wege zum Meer gibt, sodass, wie unsere Meditationsfreunde, jeder zu seinem Lieblingsplatz kommt, sollten die Dünen abseits der Pfade tabu sein für die Menschen. Nicht alle Amrum-Gäste wollen das so recht einsehen. Das sei doch nur Sand und ein bisschen Gras, unwissend, wie schnell dieser Lebensraum zerstört werden könnte. Zum Glück gibt es im Norden das Naturzentrum für die Aufklärung. So, Josch, sind wir hier mitten in den Dünen auf Amrum. Wahrscheinlich hast du auch manchmal so einen kleinen Hass im Hals, wenn du dann durchläufst und doch immer wieder Menschen triffst, die dann sagen, ach, das ist doch der ideale Ort für den Urlaub. Schön geschützt von allen Seiten, schöner Sand, da will ich hin. Genau, Hass ist vielleicht ein schwieriges, sehr stark, aber natürlich ist das manchmal ein bisschen frustrierend. Aber viele Leute kommen hier vielleicht das erste Mal in die Region auf Amrum und kommen das erste Mal in Kontakt mit der Dünenlandschaft und wissen gar nicht wirklich, wie bewundernswert dieser Lebensraum, einzigartig dieser Lebensraum ist, aber auch zeitgleich eben, wie fragil der Lebensraum ist. Da hat man sich eventuell im Vorfeld noch gar nicht so mit beschäftigt. Und sind die meisten denn einsichtig wenigstens? Ja, auf jeden Fall. Wenn du ganz streng guckst. Genau, wenn ich ganz streng gucke und ein bisschen strengeren Ton drauf habe. Nein, wie gesagt, es sind meistens Einzelfälle. Die meisten wissen das, dass man die Dünen eben nicht betreten sollte. Und der Strand ist ja nun wahrlich breit genug auf Amrum. Genau, auf jeden Fall. So klein ist der Mensch, wenn er im Bauch eines Pottwals wäre. Aber im Naturzentrum gibt es nicht nur große Tiere zu sehen. Hier möchte man für den einzigartigen Nationalpark Wattenmeer sensibilisieren. Vor allem für Kinder hat man sich Mühe gegeben, spannende Einblicke zu schaffen in eine Lebenswelt in, am und unter dem Wasser. Mehrere Aquarien sind mit den typischen Bewohnern des heimischen Meeres bestückt. Und vor allem, wenn Fütterungszeit ist, sind solche Erlebnisse vielleicht noch spannender als das Spielen im Sand. Doch die allergrößte Naturbühne lädt mindestens einmal am Tag zu angenehmer Wanderzeit zu einer einzigartigen Vorstellung ein. Dann, wenn das Wasser sich ganz zurückgezogen hat und das Wattenmeer freigibt. Ohne Wanderung auf diesem vor Leben berstenden Schlick wäre es kein Urlaub auf einer friesischen Insel.
Einmal mit dem Spaten hineinstechen und staunen. Da ist er. Ein ziemlich glücklicher Wattwurm mit einem langen Hintern. Das sind seine Pobacken und vorne ist sein Kopf. 19 Borstenpaare und auf den letzten 13, da sitzen seine Kiemen drauf. Heute hat sich Dark mit seinen Gästen vorgenommen, bis zur Nachbarinsel Föhr hinüberzulaufen. Das heißt exaktes Timing und nur wenig Zeit für unser Gespräch. Sag mal, Hack, du bist jetzt hier der Wattführer, der große Safari-Führer. Wenn man in Afrika auf Safari geht, sag mal, die Big Five muss man unbedingt sehen. Was muss man denn hier sehen, außer Schlick? Ich finde Wattwürmer auf jeden Fall dazu, Muscheln, Schnecken. Ich meine, es gibt so viel zu sehen und vor allem lieben die Leute diese Weite. Ich finde, das ist das Schönste. Die Tiere natürlich, Muscheln, Schnecken, Würmer versuche ich zu erzählen. Wir haben auch die Big Five, das sind dann Schweinswal, Kegelrobbe, Stör, aber die sieht man fast nie. Also man sieht die kleinen Sachen. Die sind zwar groß genug, aber die bleiben weiter weg. Ja, es gibt auch die Small Five, da gehört dann die Wattschnecke zu, die Strandschnecke zu, da gehört die Krabbe zu und die Garnele, aber die versuche ich zu erklären, aber es ist natürlich nicht mit Afrika zu vergleichen, aber dafür ist es vor der Haustür. Aber du hast es ja jeden Tag, manchmal sogar zweimal. Also ist dir das nicht langsam ein bisschen über? Immer nur das Flache, Flache, Flache? Nee, überhaupt nicht. Mich interessiert einfach diese Weite, wo der Himmel wirklich den Horizont trifft. Also das ist doch genauso schön. Und ich bin draußen und ich sehe fast jeden Tag wirklich glückliche Gesichter. Das ist für mich das Schönste. Und ich bin draußen in der frischen Luft. Also das begeistert mich, auch nach 23 Jahren. Aber einen Wattwurm hast du noch nicht probiert? Nee, das habe ich nicht. Das haben die Jungs gemacht. Also da muss ich auch wirklich sagen, Hut ab, das würde ich nicht unbedingt machen wollen, wenn ich es nicht muss. Die Gäste ziehen weiter und erleben schon nach wenigen Metern, dass Watt eben nicht nur Schlickwanderung bedeutet. Manche Priele bleiben hüfthoch mit Wasser gefüllt, selbst bei absoluter Ebbe. Weswegen solche Wanderungen noch immer mit Führer gemacht werden sollten. Die spannenden Geschichten gibt's obendrauf. Auf der anderen Seite von Amrum, zur offenen See hin, ist wenig später der Wind kurz aufgefrischt. Ich treffe Johann, oder besser gesagt, ich darf vom Strand aus zugucken, was er und andere auch in Amrum tun können, vor allem an der Nordspitze. Das hat mit Friesentorten, Gemütlichkeit oder Wattwanderung nur noch wenig gemeinsam. Und in diesen Augenblicken zeigt sich die Nordsee mal von einer ganz anderen Seite. Wenn es junge Leute nach Amrum zieht, haben sie vor allem die Odde als Ziel. Auf der Wattseite ist sie der kürzeste Weg nach Föhr, aber auf der Seeseite wäre es der Hopser hinüber nach Sylt. Hier zwischen den drei Inseln düst der Wind und lässt die Kiter in den Himmel steigen. Mir wird schon beim Zuschauen etwas blümerant. Außerdem hasse ich kaltes Wasser. Dann schon lieber per Fahrrad unterwegs sein. Ja, sogar in einem Wald. Amrum ist landschaftlich eine der vielseitigsten friesischen Inseln. Ein Fahrradverleih dürfte hier eine Art Goldgrube sein. Kein Wunder. Es gibt keine Berge. Das Wegenetz ist wunderbar ausgebaut für ein richtiges Genussradeln. Und dann hat der Ausflug auf zwei Rädern auch noch einen anderen, unschätzbaren Vorteil. Man kommt überall hin. An die schönsten Strandabschnitte und die tollsten Dünenwanderwege, wo man mit dem Auto keine Chance hätte. Mich zieht es nochmal an den Surfer Beach, an den Rand des Vogelschutzgebietes. Ich bin mit Johanns Kumpel Philipp verabredet. Eigentlich wollte er mir zeigen, dass man hier auch wunderbar surfen kann. Also die etwas gemütlichere Variante von gestern Nachmittag. Aber das, worüber ich mich als Filmer schon den ganzen Tag freue, Sonne und blauer Himmel, ist für die Wassersportler eher die Zwangslizenz zum faul herumsitzen. Ja, für den perfekten Tag fehlt nur noch ein bisschen mehr Wind. Keine Chance, also trollen wir uns in praller Sonne die auf einmal unendlich erscheinende Strecke zurück zur Surfschule. Du hast Freunde gefunden. Also kann man hier auch durchaus als junger Mensch abends so richtige chillige Stunden erleben oder ist das etwas schwierig auf der Insel? Auf jeden Fall. Wenn die Sonne untergeht oder gerade der Sonnenuntergang ist, noch ein schöner Sommerabend, dann findet man hier immer junge Leute, die mal einen Strandkorbburg gebaut haben und einfach eine Runde feiern. Oder auch mal hier in eine Kneipe gehen. Man trifft immer irgendwelche Leute, die dich auf ein Bier einladen. Das ist nett. Schön. Und bald bekommt er natürlich die brillanten Kurgastnadel, oder? Hast du die schon? Hoffentlich bald. Okay.
So ist das auf einer Insel in der Nordsee. Eigentlich wollte ich Philipps Tipp gleich mal ausprobieren am Abend kurz vor Sonnenuntergang. Die chilligen Momente an Strandkorbburgen nett zusammenhocken mit Musik und Bier. Aber schon wieder ist das Wetter umgeschlagen. Der Wind, der uns heute Nachmittag fehlte, bläst jetzt umso stärker und pustet den Sand geradezu psychedelisch über den Boden. Der Strand ist menschenleer und selbst mit dicker Jacke kommt kein rechtes Sundowner-Gefühl auf. Und trotzdem entwickelt sich der spontane Trip an den Kniepsand zu einem der schönsten Augenblicke des Drehs. Die klare Luft, die Sonne, die Lichtstimmung. Magisch. Also des Tipps zweiter Teil, auf in eine gemütliche Kneipe. Egal wen ich frage, dafür scheint es vor allem eine Adresse zu geben auf Amrum, die Blaue Maus. Schon von außen vielversprechend, verrückt, chaotisch. Noch ist es ja relativ früh am Abend, die meisten Gäste gönnen ihrem Magen erstmal eine gute Unterlage, denn hier gibt es den berüchtigten Strandhafer zu trinken. Und da muss man wirklich hart sein, um es zu schaffen. Na, ich empfehle es keinem. Also ich empfehle es wirklich keinem Kunden. Also wenn Sie es dann wir möchten. Wir müssen es ja für unsere Zuschauer vortesten. Nee. Und die Zuschauer wissen schon, wenn es jetzt darum geht, dass es etwas Starkes gibt zu trinken, da ist mein Assistent immer derjenige, der muss. Jens, also sei stark und sag uns, was Amrum mit dir macht. Jens, sieh zu, dass du Chef wirst. Guter Zug, Augentränen. Ja, ich sag mal. Mein Höhepunkt auf Amrum sozusagen. Ich bräuchte schon zwei, um blaue Mäuse zu sehen. Da hast du deinen Meister gefunden. Das macht nichts. Das gibt es immer wieder. Aber also ich persönlich empfehle ihn nicht, weil ich ganz einfach das als fast einen Akt der Körperverletzung empfinde. Gut, wir haben es ja freiwillig gemacht. Von daher tun wir von jeder Schuld von mir sprechen. Ja. Dass einem die Augen etwas übergehen in der Blauen Maus, liegt nicht am Strandhafer. Jan ist ein kreativer Messi, was die Deko angeht. Bis hin zum Blauwalpenis, der ausschaut wie ein Deckenbalken. Der Abend wurde jedenfalls noch sehr lang. Und ein Taxi definitiv nötig. Himmel, dieser Strandhafer, der war wirklich gruselig. So nach dem Motto, wenn er dir zu stark ist, dann bist du zu schwach. Mea culpa. Es gibt natürlich noch viel mehr schöne Geschichten aus Amrum nach der Werbepause. Es wird ein bisschen kulinarisch mit frischen Kräutern von den Salzwiesen und was man aus ihnen zaubern kann. Und den unvermeidlichen Krabben, die hier in der Nordsee herumschwimmen, die passen auch auf Pizza. Wir treffen wunderbare Strandschönheiten aus Ton und schauen, wie sie sich perfekt inszenieren lassen. Wir halten Ausschau nach Seehunden und finden Pferde. Und genießen natürlich den perfekten Blick vom Leuchtturm. Wenn man jetzt mal Sylt außen vor lässt mit seiner etwas angeschickerten Klientel, die es auch ganz gerne mal krachen lässt, ist der Küstenurlaub in Deutschland nicht unbedingt ein kulinarischer Höhenflug. Nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Man kann fast überall ganz lecker satt werden. Aber im Regelfall geschieht das relativ bodenständig und funktionell. Und doch gibt es jetzt zunehmend junge Köche, die mal was ganz anderes ausprobieren wollen als Scholle, Kabeljau, Fischbrötchen und Heringstopf. Nichts dagegen kann toll sein. Deftig an der würzigen Meerluft. Aber es gibt so viel mehr Schönes an der Küste und auf den Inseln. Gleich lernen wir einen Koch kennen, der gerne ins Wattenmeer geht, da wo es gerade anfängt. Und da wachsen geschmackliche Überraschungen. Da, wo ich stehe, plätschert bei Flut das Wasser an die Holzpfosten. Für Strandenthusiasten ist das hier nicht gerade die Schokoladenseite von Amrum, die Salzwiesen auf der Wattseite. Hier treffe ich am Morgen den Hotelier und Koch Gunnar Hesse. Er ist quasi auf Einkaufstour. Dafür braucht er kein Geld, sondern nur eine Schere und das Wissen, wo man am besten schneidet. Ganz leichter Salzgeschmack, nicht intensiv nach Salz, sondern so immer präsent, aber nicht versalzen. Genau, so schmeckt da unser Queller.
Die immer wieder überschwemmten Salzwiesen sind ökologisch und auch geschmacklich ein Füllhorn. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Köche wie Gunnar wollen Amrum auch kulinarisch wieder auf den Teller zaubern, selbst wenn das heißt, jeden Tag barfuß ernten gehen zu müssen. Ich meine, das ist ja ganz schön, hier alles so im eigenen Garten quasi vor der Haustür zu haben, im Naturgarten. Ist es nicht ein bisschen nervig, manchmal im Schlamm hier rumzutapseln? Also es ist natürlich genau das Gegenteil eigentlich. Gerade wenn man zum Beispiel einen langen Tag in der Küche gewesen ist und Ebbe ist durch Zufall abends um 11. Man fährt hier abends mit dem Fahrrad raus um 9:30. 10 hat man vielleicht noch ein Feierabendgetränk dabei, ein kleines Bierchen und sammelt hier eine Stunde Queller, fährt runter. Ist wie eine ganz andere Welt. Die Sonne geht dann da drüben unter, es färbt sich alles so ein bisschen rot. Und das ist so mein Lieblingsplatz und mein Entschleunigungsplatz hier auch auf der Insel. Daher ist das eigentlich eher Spaß und Freude als die Arbeit. Wie das Grünzeug seinen großen Auftritt haben kann, erlebe ich dann in der Küche vom Hotel Seeblick in Norddorf. So, da haben wir hier die Pastrami vom Amrumer Rind mit seinem Futter, frische Salzkräuter und eingelegte Waldkräuter und getrocknete Pilze. Da regt sich beim Dreh schon der erste kleine Hunger, aber es geht ja weiter. Die Kräuter alleine würden vielleicht allenfalls Veganer glücklich machen, aber sie sind die idealen Zutaten, um auch Traditionsgerichte der Insel aufzupeppen. Der kleine Extra-Kick sozusagen. Hier haben wir ein Gericht aus der Vergangenheit von Amrum. Ganz früher Kabeljau mit Senfsoße. Und wir haben es einmal neu aufgebaut hier. Wir haben den Kabeljau mit den Salzkräutern, Amrumer Gurken und Senf, Pixelsenf dazu. Und der Fisch kommt von Fischertaten. Das ist die moderne Neue interpretiert, einmal Amrum neu. Und 100% Amrum. Um die Ecke quasi, im O, Miss Hüß, wird gerade die Speisekarte geschrieben. In Friesisch. Und das ist eine Herausforderung für den Übersetzer Matthias. Kulturgut als Freude für die Restaurantgäste. Sag mal, Matthias, man sagte mir, du bist ja der absolute Friesisch-Experte. Ja, das kommt natürlich, aber ich Ömrangs Kreokorn, ich San und Kiel. Heik Ömrang liert an die Rampfelicht, aber Eishoffeln, Ömrangs Kriokön. Wie war das in der Mitte nochmal? Also, es ist so, Friesisch ist eine mündlich weitergegebene Sprache. Ne? Und genau. Viele können es wirklich nicht schreiben. Das ist ein komisches Gefühl. Du sprichst die Sprache, deine Muttersprache auch, aber weißt nicht so, wie du richtig schreibst. Und ich habe es halt in Kiel an der nordfriesischen Wörterbuchstelle halt einfach gelernt, wie man es schreibt. Und deswegen bin ich so ein bisschen Shanghai'd worden. Hier, zack, mach du mal. Und deswegen fragt mich Olli immer, wie schreibe ich das? Wie sage ich das auf der Karte oder so, auch in der Schule? Ne? Spricht man denn hier noch viel Friesisch auf der Insel? Oder ist das eher was für die ältere Generation, die es noch bewahrt? Aber die Jungen sagen, komm, du kannst mich mal... Nee, es wird total... ich sag mal auf Neudeutsch trendy wieder, so richtig schön, so dass die Leute wieder das Bewusstsein kriegen, Regionalsprachen, Minderheitensprachen, das hier zu pflegen, die Kultur und so. Und das, ich habe auch so viele Schüler in den AGs, die ne, das freiwillig lernen, obwohl die Eltern gar kein Friesisch sprechen oder so. Das hat einen ungeheuren Zulauf. Aber klar muss ich dir sagen, jetzt es ist viel zu wenig. Ja. Ne? So, wenn ich jetzt ganz besonders höflich sein will auf der Insel, ich möchte einfach guten Tag auf Friesisch sagen oder hoffentlich geht es Ihnen gut oder irgendwie so, was man sagt hier, wenn man sich trifft. Ja. Friesisch ist fast wie Englisch. G'day. G'day. So ein bisschen wie das australische G'day. So. G'day. G'day. Okay. Hü gong di det. Hü gong di det. Hü gong di det. Hü gong di det. So ein bisschen verplattdeutschen wie geil di det. Hü gong di det. Hü gong di det. Super. Hü gong di det. Ja, und dann. Mir geht's gut. Ja, mi gong det gut. Auf Amrum geht's mir wunderbar. Und das werdet ihr auch sehen, dass es mir wunderbar geht. Denn es ist einfach eine geile Insel. Mit einer tollen Sprache, mit netten Leuten und vor allen Dingen einem wahnsinnigen Strand. Für Autofans wäre das hier natürlich der ultimative feuchte Traum. Einfach so über den unendlichen Kniepsand düsen dürfen. Aber denken Sie überhaupt nicht daran. Einer der ganz wenigen, der das darf, ist Holger Leverenz. Nicht, weil er so ein schönes Auto hat. Holger, eigentlich Wirt der Seehundstrandbar in Wittdün, ist offizieller Seehundbeauftragter. Also der gerufen wird, wenn Spaziergänger einen Heuler sichten. Wir wollen natürlich auch Seehunde sehen, aber es kommt ganz anders. Also das habe ich seit 15 Jahren nicht erlebt, dass hier kein Seehund liegt. Das ist schon einmalig, aber kommt vor. Werdet ihr häufig alarmiert von Urlaubern? Ja, sehr oft. Auch in den Sommermonaten, wenn Seehund im Wasser schwimmt, mal an Land ist.
irgendwo liegt zum Ausruhen, kriegen wir ständig Anrufe, auch über die Leitstelle 110. Und das ist übertrieben. Das ist wie beim Reh. Das ist natürlich dieses niedliche Tier und die Leute machen sich Sorgen und da wird schon ständig angerufen, was eigentlich nicht nötig ist. Ach ja, noch jemand darf schneller am Strand unterwegs sein als auf zwei Beinen. Die Reiter. Wenn es stimmt, dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, dann sicher hier an diesem Ort. Ich treffe die drei Freundinnen Henrike, Luise und Kami auf Poppy, Idun und Nessie, ganz nah beim Leuchtturm. Die Amrumer Mädels sind begeisterte Reitschülerinnen. Wen wundert es bei diesen Ausreitmöglichkeiten? Aber nicht nur für Fans von Hani und Nani sind Amrumer Pferdeferien ein Traum. Der Reiterhof in Norddorf traut sich sogar, Reiten für jedermann anzubieten. Ich sag mal, bei dem weichen Untergrund am Strand tut wenigstens auch das Hinfallen nicht so weh. Noch ein Atelierbesuch, diesmal bei Matthias Menk. Mir waren seine liebenswerten Figuren in seinem Keramik-Kruschel-Laden in Nebel aufgefallen. Es sind allesamt Strandschönheiten. Es ist wirkliches gute Laune Kunsthandwerk mit viel Gespür für die menschliche Seele. Im Laufe der Jahre ist eine ganze Gemeinde von ulkigen Strandbewohnern aus Ton geformt worden. Amrum-Besucher in ganz klein. Und weil nicht jeder eines der Originale erwerben kann, gibt es ganz fantasievolle Abbildungen als Ansichtskarte oder auch als Kalender. Momentaufnahmen von Deutschlands Strand Nummer 1. Sag mal, wenn du dich von morgens bis abends hier mit Strandschönheiten beschäftigst, gibt es da nicht Eifersucht-Szenen zu Hause? Nein, gar nicht. Die Strandschönheiten, die liebe ich und die sind in der Werkstatt und bleiben auch dort. Und wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, solche prallen Damen irgendwie zu inszenieren in den Sand, ist ja etwas ungewöhnlich. Also ich war damals auf Amrum und habe einfach mal zwei Figuren gemacht, für mich aus Spaß und wollte die fotografieren, um mich dran zu erinnern. Und als ich sie dann in den Sand setzte am Wasser, habe ich sie arrangiert im Sand. Und auf einigen Fotos entstand dann der Effekt, dass sie richtig lebensgroß gewirkt haben. Dass man also dachte, boah, die sind aber groß und die wirken total lebendig. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, okay, da kann ich dran weiterarbeiten. Und seitdem überlege ich immer, was machen die Urlauber am Strand? Was könnte man für Szenen darstellen? Und habe viel Freude daran, das zu fotografieren. Wie dieses aus klein mach groß funktioniert, zeigt uns Matthias auf einer Sanddüne am Leuchtturm. Eigentlich ist es ganz einfach. Man braucht gar kein großes Equipment, nur ein großes Gefühl für die richtige Perspektive und die richtige Umgebung, die zur Figur passt. Und man sollte als Fotograf keine Angst vor Sand in der Kleidung haben. Das ist also das ganze Geheimnis hinter den Strandschönheiten von Amrum. Die Kalenderblätter sind ein Jahreskaleidoskop der Insel. Fast wie wirkliche Schnappschüsse und menschliche Inszenierungen von einem Traumurlaubsort. Gestrenge Kulturkritiker mögen da etwas das Näschen rümpfen bei so viel Niedlichkeit, aber für eine kleine Flucht aus dem Alltag sind sie die besten Wegweiser. Ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, Ihnen etwas zu zeigen, was man nicht so draußen üblicherweise sieht. Es gibt natürlich auf dieser Insel auch Trachten. Da dachte ich mir, naja, dann treffe ich mich doch und guck mal zu, wie so eine Tracht angezogen wird. Das ist bestimmt total interessant. Jetzt kommen die Damen zu mir und ich sehe, die sind alle schon angezogen. Deshalb, weil es so lange gedauert hätte, weil sie denken, das schafft er nicht durchzuhalten. Naja, das ist das eine. Das dauert relativ lange, die Tracht anzulegen. Und wir haben auch Hilfe dabei. Wir haben Anziehfrauen, die dann beim Stecken des Tuches, beim Binden des Tuches, des Kopftuches helfen. Und das dauert schon seine Zeit. Das Auspacken und Anlegen des Schmuckes, das braucht auch ein... Nobel geht man zugrunde. Man hat eine Anziehfrauen, weil ihr so viele... Was ich weiß, Nadeln drin habt oder weshalb? Ja, also das Seidentuch bei der Festtagstracht wird ja gesteckt und da sind ungefähr 80 Nadeln. Mhm. Und die müssen nachher, wenn wir uns wieder ausziehen, auch wieder alle rausgezogen werden. Und wenn ich jetzt quasi auf so einem Fest bin und würde gerne mit euch tanzen, gibt es da so eine kleine geheime Zeichen, mit wem ich tanzen darf? Also wenn Sie nicht an eine verheiratete Frau geraten möchten, dann schauen Sie einfach hinten auf den Kopf.
über unsere Haube kommt ein rotes Warndreieck. Mhm. Und wenn sie so ein Tuch trägt, ist die Dame verheiratet und dann sollten sie lieber Abstand nehmen. Das heißt auch Warndreieck? Das heißt Warndreieck. Auf Friesisch? Auf Friesisch kann ich Ihnen das leider nicht geben. Da ist es dann wieder. Ihr habt es nur erfunden. Ich wusste doch. Aber ich sag mal jetzt so, ihr seid nicht unfroh darüber, dass man so etwas nur noch zu besonderen Anlässen anzieht und dass man nicht jeden Tag sich mit 100 Nadeln und mehr nach draußen bewegen muss, um richtig angezogen zu sein. Ja, sonst sehr umständlich und vor allem auch sehr warm. Ja, genau. Ich denke mir auch mit meinem luftigen Hemdchen, es sieht zwar aus wie Sau, dass ich jetzt mit diesem billigen Hawaii-Hemd hier sitze, aber angesichts der Temperaturen auf Amrum, nicht Föhr, wohnen Föhr, die haben auch schönes Wetter, die sind ja direkt um die Ecke. Bin ich doch ganz happy, dass ich da heute ein bisschen luftiger sein will. Aber ihr seht einfach Bombe aus, sag ich mal. Danke. Dankeschön. Danke. Nun endlich habe ich Zeit für den Leuchtturm. Mögen auch zur Zeit der Mühle ihre vier Rotorblätter das Wahrzeichen von Amrum gewesen sein, seit dem Bau des Leuchtturms ist er unbestritten die Landmark. Und er ist eine Schönheit. Nicht nur auf zwei Briefmarken geadelt, mit seinem 63 Meter über dem Meer blinkenden Lampengehäuse ist er eines der höchsten Leuchtfeuer an der deutschen Nordseeküste. Ein Bilderbuchleuchtturm und dann noch perfekt in die Dünenlandschaft inszeniert. Rot-Weiß ist er erst seit 1952 gestrichen und jetzt ist er ein Fest für jeden Farbfilm. Heute freuen wir uns über den schönen Blick, den man vom Leuchtturm aus über die Dünen hat. Und für die an der Insel vorbeifahrenden Schiffe ist er ein Segen. Bloß die Amrumer, die wollten ihn gar nicht. Schiffe, die hier auf Grund liefen, waren schließlich perfekt für Strandräuberei oder Bergung für guten Lohn. Will sagen, der Leuchtturm war schlecht für gute Nebeneinkünfte auf Kosten anderer. Doch vorher fasziniert die Linse, die es kunstvoll geschliffen fertigbringt, aus der Halogenleuchte alle 7,5 Sekunden einen weit sichtbaren Lichtblitz in die Welt zu schicken. Das ist ein ganz schöner Ömmes hier, den wir hier sehen. Ja, diese Optik ist immer noch im Original aus dem Jahre 1874. Und es ist kaum zu glauben, das Teil wiegt 2900 Kilo oder 2,9 Tonnen. Und mit einem ganz kleinen Fingerstups kann man das in Bewegung bringen. Das ist alles ganz wunderbar gelagert. Wir haben ein Ringaxialkugellager und das macht es möglich, dass man die Optik so ohne großen Schwung und ohne großen Kraftaufwand drehen kann. Jetzt haben wir so ein wunderbares elektrisches Licht. Ich kann mir vorstellen, so damals 1800 Schlag mich tot, war das ja noch nicht so weit her mit dem elektrischen Licht. Haben Sie ein kleines Ölkännchen dann hier gehabt, oder? Ja, könnte man meinen. Ja, nee, damals gab es natürlich noch keinen elektrischen Strom und das Leuchtfeuer wurde mit Mineralöl gefeuert. Und die Leuchtfeuerwärter hatten nicht so eine kleine Ölbuddel dabei, sondern die mussten also praktisch rechts und links in jeder Hand eine Kanne mit 20 Liter. 20 Liter? Ja, das ist so bummelig, dann 40 Kilo zusätzlich zum eigenen Gewicht hier hochschleppen. Und dann hielt das so bummelig noch 3 Tage. Und dann musste das alles wieder neu hochgeschafft werden. Ja, direkt schon in Begriffen das Fitnessstudio, wenn die Leuchtturmwärter. Absolut. Apropos Licht, also nicht nur Motten werden angezogen, nachts, wenn es hier leuchtet, auch wir haben hier Milliarden von Vögeln drumherum. Waren die denn begeistert von ihrer Festtagsbeleuchtung? Naja, begeistert kann man nicht so sagen. Auf jeden Fall sind sie wohl reihenweise so Wildenten und Wildgänse hier dagegen geflogen und lagen auf der Balustrade und die Leuchtturmwärter hatten reichlich zu essen und zu Weihnachten hatten sie schon keinen Appetit mehr auf Gänsebraten. Doch zum Dank ein kleines Feuerchen gemacht. Ja, genau, eine Kerzchen. Genau. Nicht nur die großen Fährschiffe legen fast im Stundentakt in Wittdün an, manchmal erhascht man auch einen Blick auf die Krabbenkutter, wenn sie wieder in den heimatlichen Seezeichenhafen einlaufen. Auf Amrum fischt nur noch die Familie Thaden nach den Krabben, den kleinen Nordseegarnelen. Im Regelfall waren sie vor dem Vertreuen schon tagelang auf See mit ihren Netzen und haben ihren Fang längst auf dem Festland abgeliefert. Nur noch der Inselbedarf wird dann direkt am Kutter verkauft, auf dem Schiff vorgekocht wegen der Haltbarkeit, aber naturbelassen. Aber ein Körbchen fangfrischer Krabben habe ich doch mitgenommen, denn sie sollen auf die, so sagt man, leckerste Pizza der Insel. Jan in der Küche ist schon dabei, die Grundlage vorzubereiten. Und nun kommt die Friemelarbeit, denn gleich muss er für die Kamera selbst an die Schalentiere. Hier schön ein halbes Kilo frisch gefangene Krabben von heute Morgen. So sehen die aus, wenn die ungepult sind.
alles noch dran. Und dann, ist das denn schwer, das zu machen? Es geht. Also man muss natürlich so ein bisschen feinmotorisch so ein bisschen begabt sein. Wenn man so ein ganz grober Hund ist, dann wird das nichts. Aber Übung macht den Meister. Und ich mache das immer so, ich knack die so nach dem zweiten, dritten Glied einmal so kurz an. Dann ziehe ich am Schwanz. Und dann halte ich einfach vorne fest. Und dann kommt in der Regel der Rest raus. Und dann kommen die hier rein. Gleich bekommen die Minis aus dem Meer ihren großen Auftritt. Eindeutig schöner, denn als Mayonnaise getränkt zu einer Schlabberpampe im Cocktailglas zu werden. Die Pizza gibt es im Dörnsk an Kögem, für Landratten außerhalb Frieslands schwer merkbar. Dabei heißt die Gaststätte in Nebel eigentlich nur Stube und Küche. So urig präsentiert sie sich auch. Und im Sommer gibt es einen Garten, der so fantasievoll verkruschelt ist, dass man sich zwischen all der Lauschigkeit mit den vielen kleinen Kulissen fühlt, wie Alice in Wonderland. Guten Appetit. Meine Fresse. Krabben vor Amrum gesammelt, auf Amrum gepoolt. Das ist wahrscheinlich die leckerste Krabbenpizza, die man zwischen hier und was ich wo kriegen kann. Allein deshalb muss man nach Amrum kommen. Ist die lecker. Bella Italia auf einer nordfriesischen Insel. Wer hätte das gedacht? Die Drehtage sind jedenfalls viel zu schnell vorbeigegangen. Für mich war es eine absolute Überraschung. Amrum, das war vor dem Besuch eben eine der friesischen Inseln, wo man auch im Sommer allenfalls kühl badet. Nach einer Woche wurde sie für mich zum Sehnsuchtsort. Wie schon im Film sagte, ich als Gebirgsliebhaber, der das eigentlich immer so toll findet, wenn eine Landschaft sich so dreidimensional mit Tiefe aufblättert, ich war total begeistert von Amrum. Was der Insel ein bisschen fehlt, sind so Kuschelhotels, die man gerne buchen würde, vor allem außerhalb des Sommers mit tollen Wellnessangeboten, wenn es draußen mal richtig uselig ist. Aber es gibt auch zunehmend Ferienwohnungen und Häuser, die da ein bisschen aufgerüstet haben. Und überlegen Sie sich bitte nicht zu lange, wenn Sie nach Amrum möchten. Im Sommer könnte man jeden Strandkorb als Apartment vermieten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute ein bisschen Inspiration liefern für ein Urlaubsziel in Deutschland. Schön, dass Sie dabei waren und hoffentlich bis bald. Machen Sie es gut.